Leute, heute ist es wieder soweit. Postzeit, Posttime, Backerlzeit. Wie gesagt, ihr wisst es, auch ich bestelle gern cooles Zeug. Ich habe etwas bestellt von einer Firma, die die wenigsten von euch kennen werden, sage ich wahrscheinlich. Die aber wirklich saugeil ist, coole Sachen macht und eigentlich in Amerika dafür da ist, dass sie den Leuten etwas beibringt. Ich habe Merchandise von ihnen. Es gibt echt viel Zeug. Die sind recht lässig. Ihr habt es auch schon gewesen, wer es ist. Odin Medical. Eine Firma, die eigentlich Medizinsachen macht und da relativ viel Know-how verkauft, aber sie haben auch Merchandise. Das heißt, Leiberl, Schuhe, sonstiges. Nein, Schuhe nicht, Leiberl, Hosen. Shotgläser, was haben sie noch? Sticker, Patches. Dementsprechend, ich habe mein Backerl von ihm bekommen. Ja, das ist dieses typische leidige Thema, das ihr seht von wem. Steht auch viel oben. Das war so ein typisches Thema, das hat der Zoll drinnen. Das Backerl, Entschuldige, habe nicht ich bestellt, das war eine Sammelbestellung. Umgerechnet haben wir ausgegeben 342 Euro. Und es waren nochmal über 140 Euro Zoll. Ja, da war es so, also da haben wir voll nachzahlt, ist okay. Geteilt auf drei, vier Leute war es okay. Ich sage immer, ich war jetzt nicht der Kopf der ganzen Geschichte. Zeitfaktor waren, bevor ich erstick, da haben wir doch 3 Wochen plus drauf gewartet und wir schauen, was einfach drinnen ist. Ja. Das ist das gute Teil. Ihr seid so dabei, ich mache das mal auf. Ja, mit einem meiner kleinen Messer. Ich sage auch, ich habe mich etwas zurückgehalten beim Bestellen. Wie gesagt, das ist jetzt mein Anteil von der ganzen Box. Was habe ich bestellt? Will gerade überhaupt nicht. Ich glaube, ja. Es ist der Regen. Bin wasserscheu. Erstes kleines Goodie. Eine Trainingshose von Odin Medical. Das ist ein cooles Logo. Victory or Valhalla. Ganz geiles Logo. Hat mir unbedingt gefallen. Der coole Wikinger mit diesem Medic-Stern. Ja, die Hosen sind etwas kurz ausgefallen. Ich weiß es, meine lieben Leute. Vielleicht sieht man ein, zwei Fotos dann von mir im Sommer. Aber ich glaube, das wird so ein richtig sexy, kurzes Höschen werden. Bei meinen weißen Oberschenkeln, glaube ich, wird das der absolute Knaller. Ja, ich glaube, das könnte lustiger schon. Was habe ich noch bestellt? Ein IFAC-Backerl. Odin IFAC. Ganz cool. Hat mir gefallen. Hat einfach eins her müssen. Was ist drinnen? Einmal Hi-Fin Chest Seals. Im Twin Pack, also 2, eine Narcose, also na, ich glaube, ich werde krank. Ich hoffe nicht. Also von North American Rescue eine Compress-Corsé, das heißt ein bisschen Schwamm quasi, um Blutungen zu stillen und auszutamponieren. Dann haben wir einen 4-zölligen Easy Bandage, in dem Fall Emergency Trauma Dressing, einmal eine Rettungsdecke und einmal einen Wendeltubus. Ganz cool, klein, lässig verpackt, hält ewig. Ja, ich wollte es haben wegen dem Logo. Kosten waren 39,90 €. War okay. Entschuldige. Dann habe ich noch bestellt 2 Sticker. Die waren echt, haben sein müssen. Ja, sage ich jetzt einmal. Einen coolen Patch in Grün. Dass man das mal so sieht. Und last but not least, wahrscheinlich das geilste an der ganzen Geschichte, ein T-Shirt. Leute, das waren 24,90 €, nicht so schlimm. Odin Medical, wirklich schönes Grün und jetzt kommt's, wenn man sich das Logo anschaut. Absolut ein Hammer, kennen wir uns sicher noch nicht viele Leute. Schaut einfach Instagram, schaut euch die Seite an. Machen cooles Merchandise. Sie haben noch ein paar lässige Sachen, sie haben zum Beispiel Bieruntersätze aus Granit. Echt schön mit dem Logo oben. Sie haben aber auch Shotgläser. Ganz coole Teile. Die würde ich mir genau anschauen. Die sind lässig. Habe ich verpasst. Was haben sie noch? Ein paar Kleinigkeiten gibt es immer noch auf der Seite. Und sonst einfach reinschauen nochmal bei den Typen. Schauen, was die so machen. Ist einfach cool. Bis zum nächsten Mal. Euer Tactical Dobi. Bye.